Nächsten Samstag startet nicht nur Lars Ludwig beim Pro Qualifier, sondern auch unser Dr. Professor Brosep. Und er ist aktuell auf 1800 Kalorien unterwegs, Junge. Let's go. Das könnte tatsächlich die krankeste News ever sein. Wirklich, 2-3 Kilo. Luca, weil die Leute Auge machen, ganz einfach. Mehr Muskelmasse dazugekommen ist. Ja, die ist so, ich sag mal, eine Bodybuilding-Krankheit, aber ist halt wirklich... Boah, jetzt sieht der aber im Gesicht richtig skinny aus. Wirklich so. Guten Morgen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Vlog aus meiner Wettkampfvorbereitung. Leni, es ist tatsächlich soweit. Wir müssen die Kalorien reduzieren. Freust du dich? Aua. Für dich schon? Jetzt gibt's nicht mehr eine ganze Pizza, sondern eine halbe Pizza. Ja, total. Leni leidet nämlich immer mit, ne? Also wenn ich mehr leide, muss sie auch mehr leiden. So macht die auch Diät, oder wie? Zwar nicht körperlich, aber eben mental. Mental, genau. Yes, also. Leute, wie ich sie reduziere, was der nächste Schritt jetzt aussieht, um wirklich in 4 Wochen spätestens meine maximale Endform zu erreichen, das erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Aber jetzt erstmal geht's ab ins Gym. Wir werden übrigens auch natürlich über den letzten Wettkampf... Nee, ich habe von der ANBF noch gar nichts gesehen, Freunde. So ein bisschen miteinander schnacken, was ist gut gegangen, was ist nicht so gut gegangen, denn es ist vieles schief gegangen, aber das nächste Mal, Freunde, also in gut 2 Wochen, machen wir einiges besser. Und das wird man auch safe machen. Die Energielevel sind echt mega tief. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch ganz genau weiß, wie es sich anfühlt, sehr, sehr viele Kohlenhydrate essen zu dürfen. Und dementsprechend ist natürlich der Kontrast brutal. Deswegen brauche ich ein paar Tage wahrscheinlich, um mich wieder dran zu gewöhnen. Und natürlich, so langsam, geht es an die letzten Fettreserven. Also wir haben das oberflächliche Fett, sage ich mal, mehr oder weniger abgeschürft. Und jetzt beginnen die Feinarbeiten, jetzt kommen die Streifen raus, jetzt werden die... Also es hat sich tatsächlich was getan. Geil, ich bin gespannt. Brosep ist besser als Lars, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Brosep ist auch viel länger am Eisen, hat viel mehr Wettkampferfahrung. Das war für Lars quasi sein erster richtiger Wettkampf. Natürlich, da gibt es einen Unterschied. Brosep ist nicht auf Sendung, Lars schon. Und Lars hat einfach, glaube ich, falsch gepiekt. Ja. Ich hoffe, er kommt am Samstag in einer besseren Verfassung. Hat es immer tiefer und tiefer. Und das will der Körper natürlich nicht. Ne? Deswegen sagt er dir, yo, bleib zu Hause oder verringere deinen Energieverbrauch. Aber genau dagegen müssen wir ankämpfen. Und das bewusst. Also in Bewegung bleiben und nicht faul werden. Vor dem Training gibt es natürlich den besten stimulanzienfreien Pump Booster auf dem gesamten Markt. Den Evo Craft, 25 Gramm davon. Und 4x Evo Focus, damit ein bisschen Energie ins System reinkommt. Und bisher, Leute, der Trend setzt sich weiter fort. Ich hatte nicht eine schlechte Einheit in meiner gesamten Wettkampfdiät. Und heute wird es wahrscheinlich genauso ablaufen. Erste Übung des Tages, Safety Bar Squats, High Rep. Wir haben jetzt hier 182 Kilo auf der Hantel. Ich mache High Rep ganz einfach, um eben die Verletzungsgefahr jetzt in den letzten... So, Freunde, ich leg mich jetzt hier so halb hin, ja. Bitte nimmt es mir nicht übel. Ich habe die Beine jetzt hier auf dem Schreibtisch, anders geht's nicht. Wochen zu reduzieren. Ich werde sogar versuchen, die Negative so ein bisschen langsamer auszuführen. Auch wieder hier natürlich, um die Verletzungsgefahr zu senken, ganz klar, weil das können wir uns jetzt nicht leisten, Leni. So, mit Beine oben geht tatsächlich ein bisschen besser. Dass ich mich jetzt irgendwie verletze, müssen das jetzt safe spielen, aber dennoch dem Körper eindeutig signalisieren. Jetzt Form auf 87%. Ja, ich schwöre es euch, er hat es komplett, wie bei Dragon Ball Z, er hat die prozentuale Zahl ermittelt, auf wie viel Prozent er gerade ist. Dass er schön die Masse halten soll. Ja, der Stuhl rutscht weg, Alter. Ich brauche eine Handbremse hier für den DX Racer. Mit Handbremsen wollen wir nichts zu tun haben, ja. Sag da mal dem Brosep, der soll mal die Handbremse lösen, Junge. 3 Sätze Safety Bar Squats überlebt. Jetzt kommen 2 Sätze, nee, 3 Sätze Beinbeuger und 2 Sätze Beinstrecker. Und ich bin echt mega gespannt, wie die Beine ein bisschen trockener aussehen werden. Also der Oberkörper war ja schon recht lean. Gerade im Rückenbereich bin ich eigentlich fast schon ready gewesen, oder? Mehr oder weniger Rücken, Arme. Aber die Beine müssen noch ein bisschen ranziehen. Nachziehen, wie auch immer. Und dementsprechend weiß ich gar nicht, wie meine Beine aussehen werden, wenn die richtig abgezogen sind. Denn ich war so viel massiver als sonst. Also die Strategie, richtig prall und voll dahin zu gehen, ja, die ist aufgegangen in dem Sinne, dass wir richtig voll und... Voll war ja auf jeden Fall, ne? Aber an der Condition hat es ein bisschen gefehlt. Ja, aber guck mal jetzt den Kerl daneben. Ja, jetzt kann ich ihn euch nicht zeigen, weil der Chat daneben ist.
Da sieht man halt den Unterschied, wenn einer auf Sendung ist und nicht, ne? Prallwand, ne? Also wenn man da die Backshots mit 2021 vergleicht oder was auch immer, ich bin echt wirklich deutlich, deutlich massiver gewesen, ne? Mhm. Yes, jetzt müssen nur noch... Rücken hat der brutalst verbessert. Die Cuts rein, die Streifen müssen raus und dann bin ich echt gespannt, ob am Ende wirklich 2-3 Kilo mehr Muskelmasse dazugekommen ist, ne? Das wäre krass, oder? Das wäre richtig wild, ey. Das würde mich sehr glücklich machen. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drive the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Ja, ich glaube auch, das mit der Hose, das hat definitiv was mit seiner überschüssigen Haut zu tun, weil er war ja früher mal fett, Freunde, dürft ihr nicht vergessen, ne? Auch das haben wir überlebt. Und jetzt kommen zwei Sätze. Beinpresse mit einem hohen Stand ist eine richtig krasse Übung für den Glut, weil man verdammt viel Hüftbeugung und Streckung hat. Und natürlich wird auch der Oberschenkelmuskel mittrainiert, aber gerade Adduktoren und Glutes werden euch danken, wenn ihr eine breite Beinpresse mit einem hohen Stand ausführt. Probiert's aus. Yeah, I'm in your town, I'm coming your way, just wait up. Me and my team ain't taking no L's, I told them you don't wanna play us. We going out town with a flight in the morning, so fuck it, I'm just gonna stay up. Remember last year, I told them the price, and now they all wanna pay up. They hit me now, they coming too late, all I reply is just save up. Wir haben eine neue Hose. Ich glaube, die Hose, die hat für Furore gesorgt, ne? Jetzt haben wir eine. Ah, er hat eine neue Hose. Er hat eine neue Hose. Jetzt bin ich mal gespannt. So, das mit dem Liegen, mit den Beinen oben ist auch scheiße. Ist alles scheiße hier, Alter, Mann. Bodybuilding-Hose. Ich meine, Classic-Physik war ja immer eigentlich so mehr oder weniger, der Glut ist verdeckt. Aber jetzt ist der Glut voll in, oder? Mhm. Sieht man den? Sieht man schon den Reifen eigentlich? Ja, bei diesen richtigen Bodybuilding-Hosen hast du halt hier an der Stelle halt so wie so einen kleinen, wie bei den Mädels, bei den Jungas, ne? Reifen, ja. Ja, genau. Ich hoffe, Leute, die Hose, die wird jeden glücklich machen da draußen. Aber... nicht nur die Hose wird ein Upgrade bekommen, sondern auch hoffentlich meine... Dein Schnauzer. Form, ich habe ja jetzt noch... Und deine Frisur. Ach so, schade, die Form. Circa mindestens 10 Tage Defizit vor mir. Das heißt, ja, ein bisschen mehr Crispiness muss da auf jeden Fall rein. Plus, wir müssen definitiv das Stressmanagement besser hinbekommen. Bisschen mehr Ashwagandha nehmen, Junge. Also die Tage davor waren halt einfach viel zu stressig. Ja, okay, jetzt mal Spaß beiseite. Ist natürlich krass, was der sich alles vornimmt, ne? Der macht einen Heiratsantrag... Okay, das ist jetzt okay. Das hat auch, das wirkt sich auch auf den Schädel aus. Dann veranstaltet er den ganzen Wettkampf, eine Evo Classic, Digga, veranstaltet man sowas. Weißt du, wie viel Arbeit das ist? Die ganze Organisation und alles. Und dann befindet er sich noch in Prep und macht eine Woche später nach der Evo Classic einen Wettkampf. Das ist irre, Alter. Tech, VKN, danke fürs Prime-Abo, Digga. Man muss auch ganz klar... Zu Brosep's TÜV sage ich gar nichts mehr. Auch zu den ganzen Jungs bei Brosep aus dem Evo-Team sage ich auch nichts mehr. Das ist die reinste Katastrophe. Sagen, die Nacht davor war die schlechteste Nacht ever eigentlich, oder? Ich habe quasi gar nicht schlafen können, weil das Hotelzimmer so krank warm war. Das ist einfach nicht mehr normal gewesen. Und wir hatten voll das kleine Bett, also summa summarum und mit der hart. Aufregung. Und ey, die Matratze war wirklich die schlechteste Matratze ever. Also ich habe gar nicht geschlafen und du auch eigentlich gar nicht. Ich habe auf dem Sofa geschlafen dann. Genau, ja. Leute, Stress killt eure Form. Das heißt, versucht schon ein paar Tage vorher den Stress rauszunehmen. Das ist natürlich bei mir nur schlecht möglich, weil ich halt so viele Sachen zu tun habe und auf so vielen verschiedenen Hochzeiten tanze. Aber die... Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Das ist krass, Digga, wenn man sich so viel vornimmt. Bei mir ist das so, wenn ich in Prep bin, dann ist das bei mir oberste Priorität. Da kann nichts anderes dazwischen kommen. Und alles, jede kleinste Sache, die dich aus der Bahn werfen könnte, ist für mich ein Stressfaktor, der wird eliminiert. Ja, das war schon damals schlimm mit den Nachtschichten halt, aber es war damals halt mein Job. Ich musste da hingehen, um meine Rechnung zahlen. Ich konnte nicht einfach aufhören zu arbeiten, sonst könnte ich auch gar keinen Wettkampf machen. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Whey-Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video.
Diesmal müssen wir wenigstens versuchen, ein Hotelzimmer zu buchen mit einem etwas größeren Bett oder halt einfach zu Hause schlafen und morgens hinfahren. Ja. Ich glaube, das ist die bessere Wahl. Das ist wahrscheinlich das Beste. Ja, weil man schläft halt einfach zu Hause immer am besten. Also so geht's mir und das ist sogar wichtig. Lena 151, danke dir, mein Lieber, fürs Abo. Wissenschaftlich erwiesen, dass man in der ersten Nacht in einem Hotel, weil es eine neue Umgebung ist, einfach nie gut schläft. Mhm. Genau. Also die drei Sachen werden wir auf jeden Fall verbessern. Plus, ich werde wahrscheinlich ein bisschen früher anfangen zu laden, aber mehr dazu dann, wenn wir die Peak Week so richten. Elias, natürlich. Natürlich würde ich streamen. Definitiv. Ist ja auch irgendwo mein Job, ne? Das muss gemacht werden. Die Rechnungen müssen gezahlt werden, Junge. Richtig. Aufzeichnen. Also nächste aufnehmen. Woche. Genau. Yes. Es bleibt spannend, Leute. Ich glaube, die Form. Ja, die Studie interessiert mich auch. Wird noch mal ein bisschen anders aussehen. Kannst du es eigentlich glauben, dass wir einfach verlobt sind? Hä, was? Nee. Ey, dieses Jahr ist jetzt schon so wild, Leute, und es gibt noch fette News, aber das ist geheim. Er fängt an zu stoffen oder hat bereits angefangen zu stoffen. Das ist eventuell die News, wer weiß. Ja? Das kommt später. Ach, also, schade. Die News? Ja, die Stoff-News, Leni, wir wissen doch. Die News, oh ja. Oh ja. Oh ja. Das Schwanger? Das könnte tatsächlich die krankeste. Ich habe 2019, hatte ich kurze Zeit eine Freundin, ja, und die ist eine Woche vor der Dennis James Classic, wurde die bei mir rausgeschmissen. Das ist korrekt, ja. The news ever sein. Also, ich glaube, das kann man schon so sagen. Ich mache ja YouTube seit 9 Jahren und ich glaube, das wird somit das Wildeste sein, was wir jemals angekündigt und haben. Und ganz viele werden sich darüber freuen. Ich hoffe, Leute. Erste Kur, 2,50 alle 3 Tage. Brosep, ich bin stolz auf dich, Junge, endlich. Leute, ich glaube schon. Ich könnte gespannt sein. Ich bin's auf jeden Fall jetzt schon voll hyped. Ich kann nicht mehr. Leni, kannst du noch? Nee. Schieb mal. Oh, Navid Abi, was geht? Guten Tag. Guten Tag. Alles klar? Bist du da? Guck mal, was angekommen ist. Riegel sind da. Testproduktion. Neue Geschmäcker, ne? Richtig gut. Wie soll ich... Guten Abend. Ich so in Shape kommen? Ich guck vor Ort jede Klasse bei Mr. Olympia. Das ist korrekt, ja. Weil diese Riegel sind so lecker. Also das war jetzt die Big News oder was? Neue Riegel im Sortiment? Endstufe. Unglaublich gut geworden. Danke dafür, Bruder. Sehr gerne. Sowohl vom Evo Bar Pro als auch vom Evo Bar Vegan. Leni, das wird jetzt nochmal richtig schwer hier, so sich zu beherrschen. Geworden. Ja, und? Aber am ich Sonntag? Muss die ja probieren. Was ist stimmt. Am Sonntag? Am Sonntag, Leute. Nein, ich habe von Evo das einzige, ich habe auf der Evo Classic einen Riegel probiert und ich muss ehrlich sagen, der hat wirklich gut geschmeckt. Der war brutal. Vom Geschmack sehr, sehr lecker. Riegel Restock Evo Bar. Hier, den habe ich, Milky Crisp haben die mir da zum Probieren gegeben. Guter Riegel, schmeckt geil. Pro, der mit Abstand geilste Proteinriegel auf dem gesamten Markt mit 3 Gramm Leucin für die maximale Aktivierung eurer Proteinsynthese. Kommt wieder in den Shop. Yes. Gönnt euch. Und jetzt checken wir mal ab, ob die Dinge auch genauso gut schmecken wie die zahlreichen Handmuster, die wir abgecheckt haben. Denn so eine Testproduktion, da kann sich nochmal was ändern. Ne? Und dementsprechend, Leni, wir müssen heute mal wieder... Ja, und ich muss das irgendwie heute durch Steps oder was auch immer ausgleichen. Also ich hatte jetzt schon den Pro. Ich darf die Geschmacksrichtung noch nicht sagen, oder? Ich glaube nicht, nee. Oh, das ist doch hier weiße Schokolade Kinderbueno, oder? Das war schon richtig wild, meine muss 10 ich sagen. Von 10, oder? 10 von 10. Ich persönlich finde ihn noch besser als den wir jetzt haben. Noch besser, oder? Immer 10 von 10 und immer Gamechanger, Alter. Ich habe die Schnauze voll jetzt hier. Und jetzt probieren wir die vegane Version. Da haben wir auch einen neuen. Da darf ich auch nicht... Mit Sojaprotein, oder was? Den Geschmack sagen, nee. Ne? Boah, das riecht schon so gut. Try it. Boah. 69 von 10. Nice. Boah, das ist... Oh Gott, ist das lecker. Das ist schon zu krass. Das ist doch... Der ist zu krass. Wir müssen den Geschmack ein bisschen ändern, weil er ist zu lecker, Sepp. Er schmeckt zu gut. Wir müssen den Geschmack ein bisschen ekeliger machen. Krass, oder? Wir haben aber die Analysen, also... Boah. Aber mit Analyse, ganz, ganz wichtig. Die Werte stimmen. Ich finde das richtig krass. Also muss ich wirklich sagen, das ist echt... Auch mein Geschmack. Also er darf nicht auf den Markt, weil er zu lecker ist. Diese Kombination, man sieht es ja schon so ein bisschen, haben wir echt gut hinbekommen. Voll lecker. Und wann kommt der raus, die Regel? Die Planung ist Mitte, Ende November. Ja. Wir kriegen es bis jetzt immerhin, dass man so ein bisschen vorher so die Dinge liefern kann. Hier in dem Fall, wir haben echt sehr, sehr viel bestellt. Von daher würde ich jetzt sagen, wirklich Ende November eher planen. Sozusagen, dass alle spätestens Anfang, genau, Dezember. Richtig, genau so ist es. Brutal. Wahnsinn. Ist wirklich gut, richtig mega krass. Gut geworden, ja.
Es ist wieder so, man merkt wieder nichts. Ne? Du merkst nicht, dass das ein Und dass das ein Proteinriegel ist. Und vegan, ne? Hast du sie noch alle bei 100.000 Follower bei Insta? Mach ich gar nichts vegan. Bist du bescheuert? Fräh ich erstmal ein halbes Kilo Steak. Also, als Belohnung. Ich glaube, das ist bis jetzt mein Favorit. Der ist echt mega, mega gut. Post-Workout, Freunde, ihr wisst es. 40 Gramm Evonate, eisgekühlt. Habe ich eben schon fast weggehauen hier. Schmeckt einfach so nice, Leute. Also macht den Test, gebt euren Eltern mal eine eisgekühlte Evonate und fragt sie mal, was das ist. Die meisten werden sagen, ja gut, eine ganz normale, ich sag mal Zuckerlimonade, ne? Aber das ist korrekt. Nein, kein Zucker, kein Fett, nur reines Protein. Dann, ihr wisst es, 9 Gramm Kreatin, 2 No-Stress. Damit warte ich immer ca. 2 Stunden Post-Workout. 2x D3K2 Pro und 5x Backup Pro. Das ist immer mein Post-Workout-Stack, weil Kopf funktioniert nicht mehr. Ich brauche Carbs. 21.000 Steps. Klingt viel, aber... Boah, das ist wirklich viel. Ja, ein paar müssen leider noch... Es sei denn, man macht so ein paar davon auf dem Laufband. Rein. Gerade geduscht und jetzt geht's ab zum Abendessen. Heute war übrigens ein richtig, richtig voller Tag. So wie jeden Tag eigentlich, aber ich lieb's. Also Produktivität ist mehr oder weniger mein Treibstoff. Und jetzt gibt es von meiner wunderschönen Frau, ich weiß gerade nicht, wo sie ist, ein richtig schönes Abendessen. Was gibt's Besseres? Ich weiß. Eine Pizza? Nicht, und wie immer am Ende meiner Wettkampfdiät oder in den letzten, ich sag mal, 4-5 Wochen gibt es Kartoffeln. Denn Kartoffeln sättigen auf die Kalorienmenge einfach am besten. Also wenn ihr Das ist korrekt. Und endlich frisst ihr jemand eine vernünftige Kohlenhydratquelle und keine Pizza, Mensch. Ich bin stolz auf dich, Sepp. Wenn ihr Probleme habt mit eurer Sättigung, dann gönnt euch Kartoffeln. Und was es auch noch gibt, neben Kartoffeln im Airfryer, und zwar natürlich eine Proteinquelle. Und kennt ihr das? Eine Mahlzeit ohne eine Proteinquelle ist nicht wirklich eine Mahlzeit. Also, das ist so, ich sag mal, eine Bodybuilding-Krankheit, aber ist halt wirklich so. Also, einfach eine Banane wäre doch nicht irgendwie so eine richtige Mahlzeit. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also, einmal hier, Schlemmerfilet von Iglo. Der frisst eine Woche vom Wettkampf, frisst er jetzt Schlemmerfilet. Ich weiß, er macht es anders, ich weiß, er trackt es und so weiter und so fort, aber nein. Einfach nein. Nein. Ich habe dafür kein Verständnis, werde ich auch niemals haben, Freunde. Nein. Vom Herrn Iglo und zwar... Auch wenn er in seine 1800 Kalorien reinpasst, nein. Brokkoli. Du isst kein Tiefkühl-Schlemmerfilet mit Schrottfisch eine Woche vorm Wettkampf, Junge. Frontload must tun, danke dir fürs Abo und Playstyles, danke für die Bits, Couscous. Richtig nice Makros und Curry haben wir auch am Start. Eins davon teile ich mir mit Leni und zwar das, was sie gerade... Die Speicherkarte tatsächlich voll. Das hier geht es aber auf jeden Fall auch. Aber im Ganzen, also 1,5 Schlemmerfilets, einmal Curry, einmal Brokkoli irgendwas. Und Pro-Tipp, Leute, nutzt verdammt viel. Kann ja nice Makros haben, Digga, aber das ist ein Schrottfisch. Schrottzuchthaltung, Müll. Zitronensaft. Das ist doch kein Essen, Junge. Das kannst du dir reinpfeifen, wenn du... Ja, Junkfood, danke, du sagst es. Wenn du im Eisfach, wenn du keinen Bock hast zu kochen, machst du Eisfach auf. Ja, dann man holt sich manchmal so für so Notfalldinger, holt man sich manchmal ein paar Sachen und das ist dann ein Schlemmerfilet. Wenn du am, keine Ahnung, Samstagabend Hunger hast und keinen Bock zu kochen hast, machst du auf, guckst du, oh, Schlemmerfilet, aber das frisst du nicht eine Woche vom Wettkampf, ich bitte dich. Oder Zitronen. Nein. Ohne oder was auch immer. Plus ein bisschen nachwürzen und dann schmecken die Dinger echt richtig nice. Und wie gesagt, haben richtig gute Makros. Natürlich gibt es noch einen Dip oder was auch immer, wenn ihr einen Full Day of Eating... Einen Dip gibt es auch noch, ja wunderbar, Junge. Mal sehen, wollt mit meinen neuen Kalorien, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. 400 Gramm Kartoffeln und 600 Gramm Schlemmerfilet. Ganz vergessen zu erwähnen, ich bin tatsächlich aktuell auf 2000 Kilokalorien. Und so langsam sieht man mir es auch im Gesicht an, dass wir so langsam, also in den nächsten 3-4 Wochen spätestens, richtig shredded werden. Ja, das war's. Richtig shredded mit Schlemmer, shredded Filet oder was? Kann doch nicht wahr sein, Junge Brosef. Was machst du denn da? Wir wollen dich doch mit dieser 3% KFA-Form auf der Bühne sehen. Katastrophe. Schade. Das ist Seelachs. Ja, Seelachs ist Schrott. Nillion hat Roid Rage. Nillion ist doch gar nicht hier. So. Katastrophe, Digga. Naja, wir wünschen Brosep auf jeden Fall das Beste, dass er auf der Dennis James ein besseres Paket auf die Bühne bringt. Ja, er war nicht schlecht, aber ich denke mal, da geht noch ein Ticken was. Genau dasselbe gilt auch an unseren Lars Stoffig, dass er dort die Form ein bisschen verbessert bis zum nächsten Wettkampf oder gut am Peaken ist, ne?
Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei ESN.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen. .com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.